upside down. I'll be the bad guy now, but no, I ain't too proud. I couldn't be there, even when I tried. You don't believe it, we do this every time. Seasons change and the love went cold. Feed the flame, cause we can't let it go. Run away, but we're running in circles. Run away, run away. I dare you to do something. I'm waiting on you again, so I can take the blame. Run away, so we're running in circles. Run away, run away. Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und in diesem Video zeige ich euch, wie man Circles von Post Malone spielt. Das war tatsächlich ein Publikumswunsch von euch und den konnte ich auch direkt umsetzen, denn ich hatte noch einen Slot frei. Und das Video präsentiere ich euch in Zusammenarbeit mit Ovation, die auch diese coole Gitarre gesponsert haben. Links zu Ovation und Links zu der Gitarre findet ihr in der Videobeschreibung. Genau wie das Songstruktur-PDF. Ladet euch das zu Anfang am besten gleich mal runter, damit ihr seht, von welchen Formteilen ich hier spreche, wenn ich die einzelnen Formteile behandle. Wir checken jetzt erstmal die Akkorde, die ihr für den Song braucht. Und ich zeige euch so ein, zwei Variationen, die ihr benutzen könnt. Also verschiedene Griffe, verschiedene Möglichkeiten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, wie ihr den Song spielen könnt. Es geht erstmal los mit einem C Major 7. Das ist einfach nur ein ganz normales C-Dur ohne Zeigefinger. Dann kommt G6 über B. Das ist im Prinzip ein G-Dur, nur wir denken uns jetzt beim G-Dur-Griff einfach die Finger auf der hohen und auf der tiefen E-Seite weg. Dann bleibt übrig die A-Seite im zweiten Bund und die B-Seite im dritten Bund. Und die greife ich jetzt mit dem Mittel- und mit dem kleinen Finger, weil das leichter umzugreifen ist. Von C auf G6 über B. Ich habe bei einigen gesehen, dass sie den auch gerne mit der B-Seite leer spielen. Das ist an sich auch nicht falsch. Aber gerade beim Intro, finde ich, hört man sehr deutlich das D hier auf der B-Seite in der Gitarre. Und deshalb würde ich euch den Griff hier empfehlen. Dann kommt ein F Major 7 Kreuz 11, der jetzt einfacher ist, als er klingt. Und zwar ist es einfach, wenn wir uns Barré F angucken, nur ohne Barré, und das heißt mit der B-Seite und der hohen E-Seite leer gespielt, also der Zeigefinger greift nur die E-Seite, die tiefe E-Seite im ersten Bund. Ich greife den jetzt gerne mit Daumen um den Griff, das heißt, ich greife mit dem Daumen hier komplett einmal ums Griffbrett rum und greife damit die tiefe E-Seite im ersten Bund und mit Ring und Mittelfinger die D- und die G-Seite. Dabei muss man dann gucken, dass die A-Seite nicht mitgespielt wird. Das heißt, ihr müsst hier irgendwie abdämpfen. Mit dem Ringfinger zum Beispiel. Also ihr seht hier, mit dem Ringfinger berühre ich die A-Seite noch so ein bisschen und dämpfe die dadurch ab. Es kommt einfach daher, dass wenn ich von C, G6 über B, ist das für mich der leichteste Umgriff. Wenn ihr mit dem Umgriff nicht so geil klarkommt, dann nehmt vielleicht einfach diesen hier. Das ist ein bisschen leichter, auch wenn das mehr Greifarbeit ist. Und als nächstes kommt dann ein F-Moll, den müsstet ihr dann, wenn ihr so hierher kommt, so spielen, dass ihr mit dem Zeigefinger hier so ein Mini-Barré macht über die oberen drei Seiten. Den könnt ihr natürlich auch als normales F-Moll spielen. Dann müsst ihr eben wieder das ganze Barré greifen oder so. Also ihr könnt einfach mal gucken, wie ihr an das F-Moll rankommt. Es gibt ganz viele Versionen, die jetzt nur mit dieser Akkordprogression arbeiten. Also ich habe ein bisschen recherchiert zu dem Song, denn ich finde es relativ schwer rauszuhören, was da im Originalen gespielt wird, weil da wahnsinnig viel passiert, weil da wahnsinnig viel Modulation auf den Instrumenten ist und dadurch verschwimmt das alles so ein bisschen und die Harmonien sind nicht so wahnsinnig gut hörbar, wie zum Beispiel bei jetzt bei einem Ed Sheeran-Song. Und viele spielen es einfach mit C Major 7, G6 über B, F Major 7, manchmal auch einfach nur F Major 7 ohne die Kreuz 11, sondern einfach nur F Major 7 so und dann dem F Moll. Ich meine jetzt rausgehört zu haben, dass die vier Takte schon so sind und dass es dann aber nochmal vier Takte gibt, wo es eine kleine Abweichung gibt. Und zwar, die ersten beiden Takte sind wieder identisch, dann kommt G6 über B, dann kommt F Major 7 ohne das Kreuz 11, also
so gegriffen, zeige Mittel- und Ringfinger auf B, G und D-Seite, ersten, zweiten und dritten Bund, mit dem Daumenumgriff. Und dann ganz am Schluss gehen wir nochmal auf G6. Und zwar so, dass wir den Griff jetzt einfach zwei Bünde nach oben verschieben. So, nur ganz am Schluss auf die letzten drei Schläge. Ich habe es mal mit beiden Versionen probiert. Also entweder ihr nehmt nur die ersten vier Takte und loopt die ganze Zeit. Das funktioniert auch. Ich glaube, dass es mit diesen acht Takten ist. Ihr könnt einfach mal ausprobieren, welche Version euch besser gefällt und welche ihr spielen wollt. Das ist dann eurer interpretatorischen Freiheit überlassen. Ich habe auch Covers gesehen, die einfach nur mit diesen vier Akkorden arbeiten und das läuft gut. Ich habe es halt so gehört, deshalb würde ich euch das so auch zeigen. Das ist erstmal, diese acht Takte ist dann erstmal das Grundgerüst für den ganzen Song. Also sowohl Verse als auch Chorus, als auch Middle Age später, sind immer diese Akkordprogression. Und jetzt gucken wir uns mal das Schlagmuster an, denn das Schlagmuster ist ein zweitaktiges Schlagmuster. Das machen wir jetzt mal mit C Major 7 und G6 über B. Ihr schlagt auf die 1 und die 2 einmal den Akkord an, dann auf 3 und 4 und nochmal, also auf jede Achtel. 1 und 2 und 3 und 4 und. Aber hier seht ihr jetzt in den Tabs schon, dass wir auf die 4 und schon den Akkord wechseln. Da gehen wir jetzt auf G6 über B. Und das ist so ein bisschen der Signature-Move von dem, also in der Akkordprogression des Songs, dass da immer auf die, also die, der Akkordwechsel auf die 4 und vorgezogen wird. Also wir haben 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann kommt im nächsten Takt die 1 und 2, 2 und die 3 und 4, 4 und. Also immer zweimal so Dreierpäckchen. 1 und 2 und 3 und 4 und. Also nochmal die beiden Akkorde im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und das gleiche jetzt mit F Major 7, Kreuz 11 und F Moll. So, und wenn ihr das spielen könnt, habt ihr schon eigentlich den Hauptgroove für den ganzen Song raus. Also. Jetzt gehen wir mal in die nächste Zeile. Da ist jetzt, wie gesagt, sind die ersten beiden Takte identisch. Und jetzt seht ihr hier F Major 7 über anderthalb Takte. Auf die letzten drei Schläge gehen wir jetzt auf G6. Also nochmal nur die beiden Takte. Und da geht es dann einfach in den nächsten Formteil. So, nochmal diese acht Takte für euch im Kontext zum Mitspielen. Im Prinzip könnt ihr jetzt so den kompletten Song durchziehen. So, das sind auf jeden Fall die Harmonien, die für sowohl Intro, Verse, als auch Chorus, als auch Middle Eight funktionieren. Natürlich kann man das jetzt noch ein bisschen auflockern, indem man in unterschiedlichen Formteilen auch unterschiedliche Sachen spielt. Zum Beispiel diesen Bass, der halt in den beiden Verses auf jeden Fall sehr stark vorkommt oder auch nur vorkommt neben Schlagzeug und Gesang. Und diese kleine Intro-Melodie, die machen wir jetzt auch noch. Das sind nämlich auch acht Takte, wo sich im Prinzip nur das hier und noch so ein paar andere Töne wiederholen. Fangen wir mal an mit dem mit der ersten Zeile von dieser Intro-Melodie. Und es ist jetzt so, vielleicht habt ihr es im Vorspiel schon gesehen, es ist relativ viel rumgeslider auf der B-Seite. Es geht los auf dem achten Bund. Und grundsätzlich spiele ich das jetzt alles gerne mit dem Mittelfinger, weil ich finde es mit dem Mittelfinger am leichtesten zu sliden. So, also ich fange hier an mit dem Mittelfinger auf dem achten Bund auf der B-Seite. Dann könnt ihr entweder den 10. Bund danach mit dem kleinen Finger machen oder ihr springt kurz mit dem Mittelfinger da hoch. Den man macht 8. Bund, 10. Bund, 8. Bund. Im zweiten Takt auf die Zählzeiten 2, 3, 4. Also 1 und 2 und 3 und 4. Könnt ihr auch mit Mittel- und kleinem Finger spielen, wie ihr möchtet. Und dann gibt es nämlich einen Slide nach unten auf den 5. Bund.
auf die CZ4 und das finde ich eben, wie gesagt, am leichtesten mit dem mit dem Mittelfinger. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und das wiederholt sich dann. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und das wiederholt sich dann nochmal. 2 und 3 und 4 und jetzt hier in den letzten beiden Takten bei F Major 7 und G6 wird viel geslidet. Da slidet ihr jetzt von der 2 auf die 2 und, vom 5. auf den 3. Bund. Dann wieder zurück bei der 4 und der 4 und, vom 3. auf den 5. Bund. Dann wieder zurück vom 5. auf den 3. Bund. Und jetzt vom 3. auf den 1. Bund. Und hier würde ich jetzt ausnahmsweise den Zeigefinger nehmen zum Sliden, denn sonst rutscht ihr hier mit der Hand so ein bisschen Richtung Wirbel. Und das ist dann entweder ihr verstimmt eure Gitarre, weil die gegen den Wirbel haut, oder es ist auch, ihr kommt hier, haut euch hier irgendwie was an, das ist nicht so angenehm zu spielen. Das heißt, vom 3. auf den 1. Bund, macht das gerne mit dem Zeigefinger in der linken Hand. Nochmal diese zweite Zeile für euch im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2. Und da geht es dann schon wieder weiter direkt mit der Verse. Das war die Intro-Melodie. Machen wir mal weiter mit dem Basslauf aus der Verse. Und dafür gucken wir uns jetzt mal kurz diesen Rhythmus an, den wir schon haben. Und zwar 1, 2, 3 und 4 und... Und nach diesem Rhythmus funktioniert jetzt auch der Basslauf in dem ersten Takt der Verse. Da geht es jetzt nämlich los mit... Das heißt, wir haben den 3. Bund auf der A-Seite mit dem Mittelfinger. 1 und 2 und... Dann geht es hoch auf den 5. Bund mit dem kleinen Finger. Dann nochmal zweimal auf den 3. Bund und dann auf den 2. Bund. 1 und 2 und 3 und 4 und... Und das alles spiele ich mit Parmute in der rechten Hand. Also ich leg die Handkante hier so auf den Steg, um die Saite ein bisschen abzudämpfen, damit das einfach ein bisschen satter ist und damit die Saite auch nicht so ausklingen kann, wie wenn ich sie offen spielen würde. Also 1 und 2 und 3 und 4 und nicht. Sondern dann wird das zu hell und klingt zu lange aus. Im zweiten Takt geht es dann los auf dem 2. Bund. Den spielen wir insgesamt dreimal. 1 und 2 und. Dann nochmal den 5. Bund und dann noch zweimal den 3. Bund. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Nochmal die beiden Takte im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und. 1 und 2 und 3 und 4 und. Dann geht's weiter mit dem 1. Bund auf der tiefen E-Seite. Den spielt ihr jetzt einfach im 1. Takt wieder komplett durch mit dem gleichen Rhythmus wie vorher im allerersten Takt bei dem C Major 7. Und dann wechselt ihr hier jetzt nur noch im letzten Takt von dem 1. auf den 3. Bund. Lasst jetzt hier auch den Schlag auf die 3 und weg und habt nur noch diese beiden Schläge bei 3 und 4. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Und die beiden werden auch so ein bisschen als Staccato gespielt, damit man da nochmal eine besondere Betonung hat. Also nicht, sondern. Und das Staccato erreicht ihr dadurch, dass ihr links den Druck von der Saite nehmt. Also wenn ihr die Saite gespielt habt im 3. Bund, dann den Druck von der Saite und dann nur für den nächsten Ton auf der 4 nochmal drücken und dann direkt wieder den Druck wegnehmen. Also nochmal die ganzen 4 Takte für euch im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das ist der komplette Basslauf, der wiederholt sich jetzt einfach die ganze Zeit während der Verse. Und im zweiten Teil der Verse habt ihr gesehen, da bin ich quasi mit der Gitarre dann auch wieder in die Akkorde gegangen. Das ist die Stelle in dem Song, wo auch die Gitarre wieder einsetzt. Und man hat dadurch eben nochmal so eine schöne Dynamik. Das heißt, im ersten Teil der Verse habt ihr dann so eine reduzierte Begleitung durch den Basslauf und im zweiten Teil dann die Akkorde spielen.
Last but not least, noch kurz zwei Worte zur Middle Eight im späteren Verlauf des Songs. Da, die Middle Eight ist jetzt nach dem Chorus wieder so ein bisschen reduzierter und da könnt ihr jetzt einfach die Akkorde legen und zwar immer auf die 1 des Taktes. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und hier würde ich jetzt nur das F Major 7 legen und gar nicht irgendwie auf ein G gehen oder irgendwie auf ein Moll oder sowas, sondern einfach nur 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und dann wieder in den nächsten Chorus. Wenn ihr das spielen könnt, könnt ihr schon den ganzen Song spielen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Video und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Videos zum Thema Gitarre, besucht meinen Kanal, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da, ihr wisst, wie der Hase läuft. Schreibt mir bitte immer Kommentare, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann gehe ich da immer gerne drauf ein. Das war jetzt auch ein Publikumswunsch. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. I couldn't be there, even when I tried. You don't believe it. We do this every time. Seasons change and